bevor ihr irgendwas anfangt, erklärt ihr mir, was das mit dieser Auswahl ist, die ich da am Anfang habe. Das sind die Götter, die du auswählen kannst. Ja. Ah. Es steht nicht dran, was die können, aber man kann sich's auswählen. Ja, Klassen halt, ne? Es steht dran, was für eine Klasse die sind, was für ein Schadenstyp die haben, wie schwer sie zu spielen sind und was ihre Vorteile sind. An welcher Stelle steht das denn? Das steht, wenn du über dem Bild hoverst. Da steht sogar der Name und was für ein Pantheon der angehört. Mhm. Was ist ein Pantheon? Ist ein römischer Welchen Gott, Götter, nordischer, gedürzt. Ein chinesischer. Ich dachte, die hätten da irgendwas anderes. Es wird gerade gefragt, so viele Bücher lesen. Gibt es davon wenigstens Spiele oder einen Film? Lesen ist doch was ganz Tolles. Magst du ihn von mir im Chat mal slappen? Danke. Robin fühlt mich geslappt. Wenn ich jetzt auf Play gehe, was passiert dann? Komm ich dann nicht viel? Wenn du jetzt auf Play gehst, kommst du in die Auswahl, was du für ein Modus spielen willst. So, dann machen wir jetzt einen Joust mit unserer kleinen Suki, ja? Nein. Clash Arena. Clash wäre wahrscheinlich der sinnvollste erstmal, oder? Ja. So, da sind ja so ein paar komische Götter, die an denen Rotation dran steht. Das ist die Rotation für diese Woche. Ab morgen gibt's, ab Dienstag müsste es ja sein, gibt's dann eine neue. Das sind dann immer so Götter, die randommäßig zu spielen sind. Wenn du auf Gods klickst. Oder eben gleich bei der Auswahl. Ah, okay. Da steht, also wenn du oben links auf Gods klickst, da steht ja, welche Götter du benutzen kannst im Moment. Wo Rotation dran steht, das ist halt die Weekly Rotation. Und wo nichts dran steht, die hast du. Ah ja, die hatte ich vorher aber noch nicht. So, und wie komme ich jetzt wieder in die Auswahl rein? Das dauert jetzt erstmal, bis ein Spiel gefunden ist. Wir sind schon in der Warteliste. Und ich kann mir da jetzt einen aussuchen. Moment. Aua, Mama, der böse Dingster hat mich über die 16K Holzstromleiter gehauen. Teebeutel ihn. Wenn ich mal 16K Leitung hätte, das wäre ein Traum. Und ich würde es wieder tun. Bücher lesen ist super. Richtig. Ich muss mal ein Foto, glaube ich, erinnert mich mal nachher daran, dass ich mal ein Foto von meiner Sofalehne mache. Da liegen im Moment die Bücher, die ich gerade parallel lese. Es ist. Also, wenn sie mal. Falls ich auf dem Sofa einschlafe und sie fallen runter, bin ich erschlagen. Tja. Ja, mein Sofa ist noch halbwegs aufgeräumt. Da liegt aktuell nur noch immer fies Weihnachtsgeschenk und mein Zelda-Monopoly rum. Das habe ich immer noch nicht weggeräumt von Silvester bei Linte. Ich habe das dumpfe Gefühl, mein Sofa ist so natürlich mit nur ein bisschen Klamotte. Ja, für die Klamotten habe ich meinen alten Schreibtischstuhl. Da ja, aber liegt bei mir ist sonst nichts auf dem Sofa. Der Rest ist ja alles verteilt auf Boden und Tisch. Ja, dafür habe ich nicht so viel auf Boden. Madame. Also ja, ich meine, das Sofa ist auch zwischendurch immer Abstellort für 2- bis 3-stellige Anzahl an Büchern. Mhm. Aber da man das die Schlafcouch ja dann doch hin und wieder mal braucht, ist für die halt Zahn oder noch so sauber. Wie war das vor 2 Monaten? Ich muss mal mein Sofa aufräumen. Wieso? Sam will da schlafen. Nö. Letzte Besuch, Übernachtungsgast hier war Gweti über den Weihnachtsmarkt-Zeugs, wo wir in Hannover waren. Das ist auch das letzte Mal, dass ich hier wirklich sehr aktiv mal aufgeräumt habe. Ja, das geht mal irgendwie. Weiblicher Besuch kündigt sich dann. Ich muss mal aufräumen. 2 Wochen in dieser Versenkung verschwunden. Ich räume aber auch, wenn Sam vorbeikommt. Also so ist nicht. Oder irgendwer sonst. Ah, jetzt müsst ihr alle Accept drücken, also primär Suki. Nee. Möge das Flamen beginnen. Gucken wir mal, was der Rest so nimmt. Ja. Was ist das denn für ein cooles Viech? Das ist eine kleine Ratte. Also ein Eichhörnchen, aber ich nenne es liebevoll Ratte. Jawohl, jetzt kommt der Hypercupid. Na gut. Wollen wir so? Auf geht's. Leider kann ich den netten kleinen Gottskin, den einen nicht benutzen, weil ich bei den 10 Sekunden
Naja, eigentlich 10 Minuten. Bevor ich ihn kaufen wollte, leider aus uns nicht mehr zu kaufen war. Beziehungsweise, ja. Ich hoffe, vielleicht kommt er nochmal wieder. Okay, man weiß das ja Duell nicht. Ratte gegen Ratte und ich glaube, der Ratte ist etwas schlechter als seine Ratte. Level 10. Schauen wir mal. Nomine Patre, ich schlag dich in Domino. Nee, Level 9. Oh, okay, ich hab nicht so genau. Ja, wir wissen alle, dass das ein Eichhörnchen und keine Ratte ist, aber irgendwie hat sich das eingebürgert. Weil Ratte ist halt. Auf jeden Fall ist es eine Leuchtratte. Was meinst du, wie süß die ist mit dem anderen Kostüm? Was soll der Scheiß? Am Anfang zum Drecksvideo kann ich das ausstellen? Ja, oben. Du hast halt noch drei Klicken gespielt, deswegen darfst du es jetzt einmal angucken. Oder oben X drücken. Hä, was machen wir denn mit ihm jetzt eigentlich? Da bin ich jetzt auch gerade mal. Transzendenz. Dort könnte gehen. Muss ich denn hast jetzt du ihn denn überhaupt schon mal gespielt? Nein, erste Runde Ratter. Oh Gott, wir werden so sterben. Ja! Du hast nämlich bei ihm zusätzlich, das klingt jetzt vielleicht etwas falsch, aber du kannst seine Eichel aufrüsten. Ich weiß, ich habe schon gesehen, dass ich ein Item habe. Und dann kannst du halt auch noch in verschiedene Richtungen gehen, dass deine Abilities irgendwelche Sonderzeugs kriegen. Aha, das ist das. Aha. Im Zweifelsfall kauf einfach, dass der andere Ratatoska macht. Das könnte funktionieren, hätte ich ja jetzt mal hingucken sollen, was er genommen hat. Aber das ist eine Idee. Ich kaufe ihn nach. Au. Sauerei. Ich wurde. Verprügel euch mit meinem wuschigen Schwänzlein. So, oder oh, da ist ja eine Ratte. Also, das hört sich scheiße an. Das solltest du nicht sagen. Aber ich hab doch ein wuschiges Schwänzlein. Ich habe gerade Game of Thrones geguckt, ja? Also das letzte, wo ich mich daran erinnern kann, wo ein Schwanz erwähnt wurde, war ein Zwergenschwanz. Ja gut, Game of Thrones ist halt, lass mal Bücher verfilmen und lass alles weg, was irgendwie interessant ist, weil das ist zu anstrengend für den normalen Fernsehzuschauer. Ja, die Bücher sind sehr zu empfehlen. Also ich mag sie zumindest. Die Herzen sind, sozusagen Herzpotions. Das war knapp. Ratte gegen Ratte, ultra knapp. Holt ihn euch, der ist so gut wie tot. Achso, ich wollte ja gucken, was der andere gekauft hat. Ancient Blade. Suki viel weiter hinten steht. Das kommt mir bekannt vor. Weiter hinten, weil irgendwas hat mich immer aufgehalten. Ja, weil du gestunt wurdest. Emerald. Deswegen weiter hinten stehen, da wird man auch gestunt. Aber ich kann nicht mal ziehen, wo ich hin. Cooldown, Physical oder? Penetration, Physical Power. Oh, das sieht los. Hallo, Cupid. Doing, doing, doing. Jetzt gibt's Rattenragout. Oh. Obwohl, Eichhörnchen-Ragout, also sag mal so, so komische Amerikaner würden da, glaube ich, drauf schwören, so Hinterwäldler, Hillbilly-Typen, dass das echt gut schmeckt. Ich hab's noch nicht probiert. Wie weit ist denn weiter hinter? So, dass du es noch gerade triffst, aber am besten schneller bauen kannst. Richtig. Ich verweise auf die Engländer mit ihrer Roadkill-Bewegung, die nur Sachen essen, die von einem Auto oder so überfahren wurden. Weil das ist ja dann vegetarisch, weil es wurde ja nicht gezüchtet, um getötet zu werden und gegessen zu werden, sondern es ist auf natürlichem Wege gestorben, mehr oder weniger. Und deswegen kann man es ja dann auch essen. Hit by a Mini! Klar. Amis, ja, tja. Gut. Japan. Nennen wir es Hemi. Ich weiß nicht, ob ich den kleinen Hemi nennen möchte. Es ist Ratter. Passt auch, ich bin ja im Jahr der Ratte geboren, also Ratter. Also, kann ja jetzt total hilfreich für mich sein, ne? Also, was passiert, wenn ich denn mal rechts drücke? Rechte Maustaste? Damit brichst du wieder ab. Richtig, du hast keine rechte Maustaste. Außer du belegst es dir mit irgendwas Komischem. Oder du willst halt, du hast was ausgewählt und willst es wieder abbrechen. Also 1, 2, 3 und nee, dann doch nicht. So, was macht eigentlich mein Ulti? Ach, das komische Ding. Dein Ulti ist, du schießt nach oben und kannst dich dann über ganz schnell verziehen. Und dann stirbst du. Und dann kommt ein Hades. Und dann kommt dein Emi und klaut mir den Kill. So, mal wieder gucken, was macht die gegnerische Ratte? Von einem Ast bis zum zweiten springen, kannst du nochmal springen. Mhm. Das nächste Mal springen, landest du dann auf dem Boden. Du kannst es aber auch früher abbrechen, dass du schon früher landest und machst halt wie üblich Schaden, wenn du landest. Mhm. Au, au, au. Dup, 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 dup. Ich hab noch
das dumme Gefühl, ich bin zu Kevin. Es wird gerade gefragt, ob man noch zum Kannibal werden darf in, ich schätze mal auf die England-Sache, wenn man dann einen Menschen am Kühlergrill kleben hat. Nein, ich würde mal behaupten, es kommt auf, deine, auf die Gegend an, in der du es tust. Ja. Wenn uns Texas Chainsaw Massacre 1 gelernt hat, dann... weg, zurück in den Turm. Kann man denn irgendwie schneller laufen? Ja, wenn du dir Items kaufst oder manche Widgets von Göttern sorgen dafür, dass du schnell laufen kannst. Es gibt zum Beispiel Schuhe. Ich finde nackig rumlaufen total töffig. Das liegt daran, dass du so hübsche MMOs gewöhnt bist, wo das normal ist für Weibchen. Ja, ich muss weg. Viel Spaß, Suki. Ich bin schon tot. Oh. Ja. Okay. Nein, er hat mich noch! Verdammt, sie lief! Ich hasse! Okay. Ja, und die Neve hat noch Sanctuary gezogen. Sonst wäre sie tot. So, da spionieren wir mal wieder, was der andere macht. Er ist im Moment noch beim Blue Acorn. Bei der blauen Eichel. Der ich auch noch. Blaue Eichel. Das ist krank an. Verletzung. Ja, Robin fragt, ob wir Hunger haben. Er geht erstmal ein paar Liter Katzen überfahren. Das ist aber gemein, das ist ganz böse. Man überfährt keine Katzen. Richtig. Katzen sind super. Katzen. Wenn du irgendwas überfahren willst, überfahren Menschen. Die kann man. So würde ich es auch sehen. Oh je, die Ratte ultiert. Jetzt traut sie sich nicht runter. Das Problem ist, ich versuche jetzt gerade hier wegzukommen, ganz schnell. Das Problem ist, sie kommen hinter mir her. Ich wusste es. Verpiss doch nicht. Alter, nein. Ja, hallo Hades, du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. Bin ich hier kurz safe? I hope so. Aufpassen, nicht, dass wieder von irgendwo eine Neve ankommt. Wieso hast du eine Nuss dabei? Weil es ein Eichhörnchen ist. Badum, tiss. Aha, Emerald hat also gekauft, alles klar. Killing Spree! Schlimm, der gegnerische Ratatouille. Fireman 333 irgendwas. Das sind schon fast solche Namen wie ein Battlefield. Aber nur fast. Ich muss gerade an Sauerkraut denken. Ja, das Sauerkraut. Sauer mit S-O. Also wie Sour Cream geschrieben, das Sauer. Heißt es dann nicht Sur? Eigentlich schon. Das macht's aber halt nicht besser, ne? Ja, das Sauerkraut. Cheese und Onion wahrscheinlich. Ja, ja. Walla walla bingo. Irgendwie bin ich gerade so also auf Chicken Nuggets. Verdammt, der Elle. Hör auf vom Essen zu reden. Da hinten kommt eine Ratte. Ja, hier kommt eine Biene. Hallo Willi, wie geht's dir? Oh, da kommt noch was anderes. Okami gegen Willi. Ich bin weg. Nein, das ist unsere Neve, die hinter mir herrennt. Das ist also in Ordnung. Die wird mich nicht töten. Das kannst du nicht wissen. Ach, die ist keine Modderin. Bei diesen Bayern kann man nie wissen. Ey, Ruhe da auf billigen Plätzen. Chaos, der ist gut. Dieses Mal ging's nicht gegen Glück, also kann ich schweigen. Danke, sehr hell, sehr, sehr freundlich. Ja. Immer doch. Ein Vorbild für die Massen. Ja. Kann ich das ändern, was da unten drin ist? Nein. Was willst du denn ändern? Weiß nicht, was dieses F ist. Ich kann mir nämlich nicht mal anschauen, was das für eine Funktion hat, wenn ich F drücke. Purification hast du, glaube ich, genommen. Kannst du drüber gehen und es dir anzeigen lassen. Was hast du denn? Also du hast Purification. Wenn du das benutzt, kannst du vor Stunts abhauen, sagen wir es mal so.
schön zu wissen. Früher hieß es in erster Stufe Beats und Beats sind Liebe. Früher, es war so vor einer Woche. Ja. Du hast wenigstens noch zu. Also, ich habe jetzt 2,5, 3 Wochen alte Variante gespielt und jetzt halt nach Großupdate. Naja, viel hat sie eh nicht getan. Aber man muss dich loben, du hast zumindest gemerkt, dass du da was kaufen kannst oder auswählen kannst. Früher kaufen, jetzt auswählen. Das kriegen ja andere mit viel Erfahrung noch nicht hin. Da hinten wird eine Nive vergewaltigt. Juhu, Hinder! Natürlich war es der Glück. Die ist auch sogar noch fast weggekommen. Du hast deine Katze verloren. Eine Katze? Katzen kann man nicht verlieren, weil Katzen kann man nicht besitzen. Richtig. Doch. Das ist so eine Winkelkatze. Ja, das ist mein Ward. Der spottet uns Gegner in dem Bereich. Ach doch, du hast eine Katze verloren. Ich hab's ja da willentlich abgestellt. Das kann man ja nicht als verloren bezeichnen. Verloren. So, was machen wir denn mal? Der will anscheinend die Gold Fury haben. Oder auch soll nicht. Soll das machen? Ich bin gerade rechts am Turm. Ja, und kriegst gerade ganz viel Spaß rüber. Jojo. Ich bin gleich bei dir. Ymir hilft auch noch mit. Oh, viel Spaß. Ihr kriegt eine Ratte. Rattenragu. Mehr Ratte! Ratatouille. Schmeckt gut. Nein, böse Nive, böse Nive. Ah, die wollte mich ultien. Ach, sag mal. Ich glaube, ich flüchte erst mal mit meinem Ulti. Nein! Die hat die Nive mit dem Ulti echt gewartet, bis ich wieder runterkam. Wenn ich den ja jetzt auf Level 7 habe, wenn ich jetzt nächstes Spiel reingehe, bin ich da jetzt auch wieder auf Level 7? Nein. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Ich bin wieder bei 1 los. So. Irgendwie ist die gegnerische Ratte sehr sparsam. Der kauft nichts. Der plant irgendwas Böses. Woran siehst du denn, was die gegnerische Ratte macht? Tap. Oh, Ratte bei mir. Jetzt gibt's wirklich Ratatouille. Dieses Bild für deinen komischen, hässlichen... ist ja echt unsäglich. Bild? Komischen, hässlichen? Hä? Ja, von diesem kleinen Cupido. Dieses Bild, wieso? Was du dafür hast. Was ist daran denn hässlich? Also es ist nicht mal ansatzweise so, wie du ausschaust hier. Ja, weil ich einen anderen Skin benutze auf dem. Ah, die Ratte haut ab, gemein. Feigling. Ich habe den kleiner Teufel-Skin für Cupid und den ausgerüstet. Oh, da kommt Kara, den können wir direkt mit in den Livestream ziehen. Oh Gott, ja. Autsch. Ja, wenn dann Retschi irgendwann noch wieder da ist, werden wir 5 Mann. 4 Mann, 1 Frau. 5 Götter. Du bist der Ehrenmann, laut Okami. Okay. Oh Gott, Kacha. Ja, warum nicht? Wäre bestimmt lustig. Also unterhaltsam auf jeden Fall. Für uns, für den Rest nicht so. Und schon mal im Vorfeld, wir distanzieren uns von Kara. Physisch, psychisch, aussagentechnisch, geschmacklich. Geschmacklich sowieso. Ich weiß nicht, woher Luke weiß, wie Kara schmeckt. Und das will ich auch nicht wissen. No. Ja, eben, deswegen. Ich will es gar nicht ausprobieren, deswegen. Wenn du wüsstest, Omi. Was will ich... Will ich wissen, was du mit dieser Aussage meinst? Oh ja.
Haha. und die lief wohl die Sauerei. Heute kriege ich Nachrichten von Leon Roth. Das müssen wir ihn, glaube ich, auch nochmal austreiben. Aber solange es bei einer bleibt, die man noch nicht. Hat mich auch gerade angeschrieben. Wenn es nur eine ist, ist es ja in Ordnung. Aber ich glaube, sonst müssen wir ihm dann nochmal verraten, dass das ein bisschen nervig sein kann, wenn es zu oft ist. Aber noch geht's. Naja, 9 Jahre, noch jung und unschuldig. Will hier verdorben werden. Also eigentlich ist das Laufen von Ratatoska doch fast genauso nervig wie dein Ping, Ping, Ping. Das war an sich nicht schlecht mit dem Sprungzug. Hättest du dann nicht wieder in ihn reinrennen sollen. Macht dir nichts raus. Ich habe, glaube ich, genauso gespielt am Anfang. Oder sehr ziemlich genauso. Das sind 2 Gegner. Ich bin allein. Das ist dumm. Ymir macht gerade die Flucht. Da sind aber auch 2 Gegner. Rechts gehen. Fehlnief. Bist dort aber einmal geblieben. Aber ich glaube, du hast ja da so eine schöne Erfahrung mit dem Kleinen gehabt, ne? Glück. Jo, solange alles im Rahmen bleibt. Wenn es im Rahmen bleibt, ist ja alles in Ordnung, richtig. Knipp daneben ist auch vorbei. Ja, so ungefähr. Ich mag die Ratte eben doch irgendwie gern. Ich muss mich nur noch an sie gewöhnen. Oh, das war meine Sauerei. So, Herren der Schöpfung, wenn die Minions kommen auch, dann können wir ran. Wenn sie da sind. Schubidubidu. Nicht. Ich bin eindeutig zu lahmarschig. Und der Vulkan hat mir sogar noch den Kill geklaut. Sauerei. Ja, das zu langsam sein kenne ich irgendwie auch in diesem Spiel. Ja, ich muss mich auch noch daran gewöhnen, dass ich die Zahlentasten und nicht die F-Tasten benutze. Das kannst du aber umstellen, wenn du magst. Normalerweise benutzt du die F-Tasten, wenn du dann auch noch die Fähigkeiten von Hand leveln möchtest. Was nehmen wir denn mal mit? So, komm hier. Oh, er hat auch Zeit für Kritz. Shut down! An ally has been slain. Your right tower is under attack. Where are you going? You have slain an enemy. Muss man lieb und nett sein? Wofür? Nö. Nicht okay, wirklich. Fragst du dir das ernsthaft mit uns im TS? Das ist... Vor allem, wenn wir uns ernsthaft überlegen, einen Kara hinzuziehen. Nein. Das ist grundsätzlich FSK 69 nur in Begleitung der Urgroßeltern. So knapp. Sauerei. Mein erster Kill mit Rotta und zwar ein Nief. Lalala, so. Ich glaube, auf der linken Seite ist Hilfe nötig. Verdammt, das Anubis-Ulti. Du nimmst komische Worte in den Mund, Suki, soll ich dir ausrichten? Lieb und ich? Was? Genau, lieb und das passt doch überhaupt nicht. Wir sind doch nicht lieb. Wir sind gewöhnungsbedürftig.
Ich habe gar keine Worte im Mund. Ich weiß nicht, was ihr da sagt. Also ich kenne das nicht. Alten, geh weg, du Drecksviech. No, Neve. Neve böse. So, was hat er denn sonst so gekauft? Okay. Ich weiß nicht wieso. Ich würde lieber auf Crit gehen als das. Aber na gut. Tu. Immer fleißig ausprobieren. Immer fleißig abgucken. Hm? Ja, Leon, links posten ist nicht so gut. Und alle, dass du wieder da bist. Zumindest im Chat. Dein Bot mal wieder Bannhammer gespielt. Ja, er hat einen Link gepostet und der Bot sagt natürlich, und der Herr sprach, du sollst keine Links hier posten. Mein Bot hat einen leichten Größenwahn. Und oh, da kam die Biene. Das ist ja so eine Rattermultin. Ich wollte es gerade auch. Okay, sie ultiert auf mich und rennt direkt wieder weg. Okay. So bleiben wir Freunde, kleine Ratte. Ach, der Link geht zu einem Emoji. Okay. So komisch Ding. Keine Ahnung. Er sagt, Link ist Link. Das mag der Bot halt nicht. Aus Erfahrung, aber auch ganz gut so. Das war manches Mal, wenn dann halt Leute wirklich nett gemeinte Links posten wollen, ein bisschen ärgerlich, aber ich habe leider auch die negative Erfahrung inzwischen schon gemacht mit anderen Gesocks. Das hast du wohl lieb, Akt. Ja. Tschüss, Tower. Komm her, du Biene, ich will dich naschen! Nee, die Biene macht mich fertig. Okay, die Neve hat gerade im Phoenix one-shotted. Ja, 1800 Schaden mit einer Attacke. Interessant. Hatten wir das nicht gestern schon mal bei irgendjemandem, der irgendwie zu viel Schaden gemacht hat? Lisa, ich glaube, man muss doch mal gucken, ob es hier auch Modder gibt. Aber zum Glück nicht so viele wie in anderen Spielen. Ja, Mau. Miau. Und da war wieder Suke als Co-Moderator von früheren Let's Plays bekannt. Er war nur einmal dabei. Report ihn. Ja, hör mir bloß mit diesen Reporten auf, weil ich sowas schon höre immer. Also Reporten kann zwar sinnvoll sein, aber manche sind einfach nur bäh. Oh. Oh, guck mal, wie süß. Okay. Das ist putzig. Was denn jetzt? Ich guck mir gerade Ratatoska an, wie er mit einer Zwille weggeschossen wird. Wenn ich jetzt auf Home gehe, komme ich wieder in dieses Auswahl, wo wir dann was machen, oder was? Brauchst du gar nicht, weil ich könnte jetzt Play Again drücken, dann spielen wir es neu. Oder ich gehe auf Home und suche da Neues, weil ich habe ja Party weitermacht. Achso, genau. Ah, ja, Play Again, Try and Error, another time. Und danach gehen wir mit Suki in Arena. Oh Gott. Ich meine natürlich total toll.